2006 war ein Jahr, an das nicht viele unbedingt direkt denken, wenn es um Gaming geht. Es war eine Zeit, wo Gaming nicht mehr allzu neu war, aber auch nicht unbedingt so weit, dass man nicht mehr aus dem rausgekommen ist. Aber was viele nicht wissen, ist, dass nach dem Release der Xbox 360 und PS3 massives Drama passiert ist. Dieses Drama ging sogar so weit, dass es Sony fast den gesamten Konsolenkrieg gekostet hätte. Das ist die Geschichte, wie sich Sony mit dem PlayStation Network fast ruiniert hätte. Der erste richtig große Player rund um Online-Dienste bei Konsolen war Microsoft. Denn dem November 2005 Release der Xbox 360 konnte für die damalige Zeit schon eine ganze Menge. Man konnte mit Freunden spielen, Nachrichten verschicken und in einer Xbox-Party sogar miteinander reden. Es war die Geburt von Socials und Online-Gaming auf Konsolen. Zur damaligen Zeit keine Selbstverständlichkeit, aber Microsoft hat die Messlatte mit der Xbox 360 schon mal recht hochgelegt. Erstmal hat die Xbox 360 nur mit der PS2 konkurriert und aus Online-Sicht war das eher ein Vernichten als ein Konkurrieren, aber ist ja auch irgendwie klar, die PS2 war ja schon ein Auslaufmodell. Sony musste also nachziehen. Sie brauchen jetzt selbst einen guten Online-Service und zwar schnell. Sonst übernimmt Microsoft den Online-Markt und Sony kann nur mühsam wieder zurück an die gemeinsame Spitze. Community, Communication, Commerce and Content. Das ist das zentrale Versprechen der PS3. Die Konsole soll, genauso wie die Xbox 360, auch endlich in den Zeiten des Internets angekommen sein. Und für die, die jetzt verwundert sind, ja, das Internet gibt's noch gar nicht so lange. Bei Release im November 2006, also ein Jahr nach der Xbox, zeigt sich dann aber, dass Sony mit den Online-Funktionen noch nicht so richtig warm geworden ist. Man kann nichts im Hintergrund downloaden, sobald man in einem Spiel ist, kann man die Freundesliste nicht mehr aufrufen und irgendwie ist einfach alles ein bisschen schlechter als bei der Xbox. Und das macht sich auch direkt bei den Verkaufszahlen bemerkbar. Aber Sony kümmert sich um die Anliegen der Community und bessert nach. Müssen sie auch, auf der Xbox funktioniert ja auch alles viel besser. Im Laufe der Zeit wird die PlayStation 3 immer mehr zu dem Always-Connected-Device, das Sony im Vorfeld großspurig angekündigt hat. 2 Jahre später bekommt Sony dann immer wieder Hinweise, die zu einer der massivsten Fehlentscheidungen im großen Stil geführt haben. Eine kleine Bubble von Hackern und Nerds meldet sich nämlich immer und immer wieder bei Sony und versucht, sie auf schwerwiegende Sicherheitslücken im PlayStation Network aufmerksam zu machen. Man bedenke, die hatten dabei noch nichts Böses im Sinn. Hier ging's um reines Aufmerksammachen. Und die größte Fehlentscheidung von Sony war, darauf einfach nicht zu reagieren. Ob sie das einfach nicht wahrgenommen haben oder absichtlich nicht reagiert haben, ist unklar. Fest steht aber, dass das ziemlich egal ist, denn die Möglichkeit hatten sie so oder so. Zu den damals präsentesten Hackern gehört auch George Hotz. Hotz hatte zuvor bereits iPhones knacken können, ab 2009 widmet er sich einzig und allein der PlayStation 3. Es ging hin und her zwischen Sony und Hotz, auch die Hackergruppe Fail Overflow war beteiligt. Im Jänner 2011 veröffentlichte Hotz dann aber auf seiner eigenen Website einen Code. Mit diesem Code konnten Nutzer auch Software und Spiele installieren, die von Sony nicht genehmigt waren. Sony passt das natürlich gar nicht und sie leiten direkt rechtliche Schritte ein. Hotz musste sich verpflichten, nie wieder Sony-Geräte zu hacken. Aber auch wenn das erstmal wie ein Sieg für Sony wirkt, so ganz war das leider nicht. Denn diese ganze Geschichte hat ein Hacker-Kollektiv alarmiert, das ihr sicher alle kennt. Anonymous. Die waren nämlich gar kein Fan von Sonys Vorgehen. Wir vergessen nicht, wir vergeben nicht, rechnet mit uns, sagen sie in einem Statement. Was das zu bedeuten hat, bekam der japanische Konzern recht kurz darauf zu spüren. Am 4. April 2001 startet Anonymous eine Reihe von DDoS-Attacken auf das PlayStation Network. Das Netzwerk fällt mehrfach aus, teilweise können Spiele nicht mehr gespielt werden, Nutzer können sich nicht mehr anmelden und nicht mal Netflix schauen. Eine Katastrophe für Sony. Nach 3 Tagen ist aber trotzdem Schluss. Anonymous beendet die Angriffe und entschuldigt sich bei den betroffenen Nutzern für die Probleme. Man wolle zwar Sony schaden, nicht aber deren Kunden. Aber die Situation beruhigt sich nur für kurze Zeit. Am 19. April findet Sony raus, dass nicht nur die Server lahmgelegt wurden für 3 Tage, sondern dass irgendwie ganz schön viele interne Daten fehlen. Das bleibt aber ein Geheimnis. Die User erfahren wie immer erstmal nichts. Am 20. April, also nur einen Tag später, nimmt die größte Katastrophe der Firmengeschichte ihren Lauf. Am Abend schaltet Sony das PlayStation Network kurzerhand komplett ab.
Eine externe Firma wird beauftragt, die Situation zu untersuchen. Das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe ist hier aber noch niemandem bewusst. Es vergehen 2 weitere Tage. Sony ist verzweifelt und wendet sich ans FBI. Es folgt ein kurzes Statement. Sie erzählen dabei, dass jemand ins Netzwerk eingedrungen ist und man deshalb alles abgeschaltet hat. Das Team arbeitet 24/7 an einer Lösung des Problems. Mehr Informationen erhält die mittlerweile aber ziemlich genervte Community nicht. Nur ein kurzer Blogpost. Und wenn ein Unternehmen erstmal so still wird, dann weiß man meistens, da ist was richtig Böses passiert. Erst eine Woche nachdem das PSN abgeschaltet wurde, erfährt die Welt den wahren Grund. Und der hat's in sich. Am 26. April erklärt Sony in einem Post, dass sich Hacker Zugang zu den persönlichen Daten von mehr als 75 Millionen Nutzern gemacht haben. Unter den Daten finden sich die Adresse, das Geburtsdatum, der vollständige Name, aber auch Passwörter, Rechnungsanschriften, sogar Kreditkarteninformationen könnten entwendet worden sein. Betroffen ist nicht nur das PlayStation Network, sondern auch der Musikdienst Cryocity. Experten schätzen den Schaden damals auf mehrere Milliarden Dollar. Die Community ist entsetzt, aber was heißt Community? Wir reden hier von einem Ausmaß, das es davor noch nie gegeben hat. Stellt euch mal vor, jemand hätte plötzlich alle Adressen, Namen, Geburtsdaten und Passwörter von allen deutschen Einwohnern. Von den Kreditkarteninformationen ganz zu schweigen. Die Menschen sind vor allem über die fehlende Transparenz entsetzt. Eine Woche werden sie komplett im Dunkeln gelassen. Womöglich ging hier auch wertvolle Zeit verloren, schließlich hätte man die Kreditkarten sofort sperren können oder sogar müssen. Ein absolutes Desaster für Sony. Jetzt erklärt Sony sogar im Vorfeld schon von den Schwachstellen gewusst zu haben. Das Vertrauen ist komplett weg. Da hilft auch die Entschuldigung von CEO Howard Stinger nicht wirklich. Wenn bei euch eingebrochen werden würde, schaut ihr auch erst, ob euch etwas gestohlen wurde, bevor ihr die Polizei ruft, hat er zu dem Angriff gesagt. Die Community war maximal enttäuscht und jetzt macht sich auch langsam Wut breit. Die PS3 einfach auf will haben, zu verkaufen, solange sie noch was wert ist, wirkt wie der klügste Zug. Am 1. Mai folgt dann eine Pressekonferenz, bei der sich die Führungsriege offiziell entschuldigt. Als Entschädigung soll jeder PSN-User einen kostenlosen Monat PS Plus und kostenlose Spiele erhalten. Sobald alles wieder online ist, versteht sich, PSN ist nämlich nach wie vor offline, seit mittlerweile fast 2 Wochen. Doch der Schrecken nimmt noch immer kein Ende. Sony zeigt in der Pressekonferenz, wie man solche Fälle in Zukunft vermeiden will. Man will seinen Kunden und Fans das Gefühl geben, wenigstens ab jetzt alles richtig zu machen. Anfang Mai gibt's immerhin bei den Kreditkarteninfos leichte Entwarnung, die sollen nämlich nicht missbraucht worden sein. Es gibt scheinbar nicht mal Beweise, dass sie überhaupt gestohlen wurden. Außerdem wurde eine neue Position eingerichtet, die des Chief Information Security Officer. Der soll genau wie zusätzliche Firewalls für eine deutlich verbesserte digitale Sicherheit sorgen. Was glaubt ihr jetzt, wie lange diese Sicherheit gehalten hat? Naja, immerhin fast 24 Stunden. Bereits am 2. Mai muss Sony sich einen neuen Plan überlegen. Weniger als 2 Wochen nach der ersten folgt jetzt die zweite Attacke. Diesmal sollen die Daten von 25 Millionen weiteren Accounts gestohlen worden sein. Damit sind wir jetzt schon bei über 100 Millionen Nutzern. Etwas derartiges hat es zuvor noch nie gegeben. Ins Verhältnis gesetzt ist damit mehr als 1% der damaligen Weltbevölkerung von dem Datendiebstahl betroffen. Diesmal wurde wohl mit 100%iger Sicherheit auf 12.000 verschlüsselte Kreditkarten zugegriffen. Das wieder gut zu machen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber Sony tut sein Bestes. Alle weiteren Details, die wir euch schon verraten haben, wie das Hinzuziehen des FBI, werden jetzt veröffentlicht. Anonymous distanziert sich übrigens von den Diebstählen, sie waren scheinbar nur für die DDoS-Attacken verantwortlich. Aber nach dem zweiten Angriff geht's jetzt endlich wieder bergauf. Der Service ist nach wie vor offline, aber wenigstens kümmern sich die Japaner jetzt um Schadensbegrenzung und Entschädigung. Alle PSN-Nutzer erhalten einen Identity Protection Service für 12 Monate, der sogar eine Versicherung für Identitätsdiebstahl beinhaltet. Sollte das irgendjemandem passiert sein, zahlt die Versicherung bis zu 1 Million Dollar. Erst am 14. Mai gehen die Dienste nach und nach wieder online. Erst in Nordamerika, dann auch in Europa und im Rest der Welt. Der Passwort-Client, mit dem jeder einzelne Nutzer seine Zugangsdaten ändern muss, stürzt zwar hier und da noch ab, ansonsten läuft aber alles wie geplant. Insgesamt beträgt der Schaden wohl rund 171 Millionen Dollar. Einige Gerichtsverhandlungen ziehen sich da aber noch ein paar Jahre. Sony muss außerdem Strafe zahlen, weil sie beispielsweise gegen die Datenschutzverordnung von England verstoßen haben.
Das PlayStation Network war insgesamt für 23 Tage offline, was natürlich auch anderen Firmen in der Branche geschadet hat. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Menschen zu dieser Zeit große Lust hatten, sich neue Spiele für Sony-Konsolen zu holen. Damit trifft das Ganze auch Entwickler, die absolut nichts falsch gemacht haben, weil deren Spiele einfach nicht gekauft wurden. Bis heute ist nicht klar, wer hinter dieser Aktion steckt. Zwischenzeitlich gab es Berichte, dass einige der Daten auch auf dem Schwarzmarkt angeboten wurden, aber Sony streitet das alles ab. Der Schaden lässt sich zwar in Zahlen ausdrücken, doch den von Sony erlittenen Imageverlust, den kann man gar nicht richtig messen. In diesen 23 Tagen verspielten die Japaner enorm viel Vertrauen, dass auch die anschließenden Maßnahmen nur bedingt wiederherstellen konnten. Außerdem kam das ganze Chaos natürlich der Konkurrenz zugute, bei der sich die Spieler deutlich sicherer gefühlt haben. Insgesamt verkauften Sony und Microsoft zwar relativ gleich viele PlayStation 3 und Xbox 360 Konsolen, in dieser Generation gibt's keinen klaren Sieger, wer das bessere Produkt auf den Markt brachte. Was hätte aber aus der PlayStation 3 werden können, wenn es dieses ganze Theater nicht gegeben hätte? Was glaubt ihr? Sagt's uns gerne in den Kommentaren oder auf unserem Discord. Okay, bye!